Und weiter geht es hier. Für YouTube auf Twitch sind wir unterwegs und spielen Republic of Pirates. Bitte nicht wundern, ich habe das Setting schon wieder ändern müssen. Das ist nur ein provisorisches, also sieht jetzt nicht so gut aus, aber ich brauche eine komplette Alternativlösung. Die Mixtur von Gesundheit und dass es gut aussieht, da bastle ich immer noch an der Lösung. Ja. Hier vorne war dabei, die Insel auszubauen. Hier vorne fehlt vor allem von der Bevölkerungsgruppe fehlen einige, weil ansonsten hier das Eisenholz nicht reingebracht werden kann. Und was wir da jetzt machen, ist erstmal noch mehr von denen hier überall hinsetzen. Wie weit reicht das Bordell? Schön weit. Der Marktplatz auch schön weit. Viele weitere Häuser sind baubar. Ein Angriff auf Red Island. Den sollten wir eigentlich problemlos, die sind hier in der Mitte, stoppen können. Trotzdem, wir schicken mal unsere Schiffchen rüber. Until we strike soundings in the channel of old England, from Ushant to cities 35 East. Red Island ist, glaube ich, hier vorne, ne? Normalerweise reicht das hier aus, aber kann sein, weil wir mittlerweile in der Story ein Stück weiter sind, dass man hier jetzt auch größere Gegnerflotten hier, große Gegnerpartien bekommt. Wir müssen auch gleich ein paar bessere Türme bauen und ein paar einfache hier noch daneben. So, an Stufen 2 eine Schlacht verwickelt. Dass man da nicht draufklicken und hinbeamen kann. Gar keine Schiffe für rüberbringen. Es sind immer noch nur so Mini-Angriffe hier. Und die Reparaturstation wird das Ding ja gleich heilen. Wir können es auch manuell machen. Alles gut. Nicht mal einen Turm verloren hier. Den mit ihnen hier in der Mitte. Das wollen wir hier aber mal in aller Ruhe und genüsslich ausbauen. Ich glaube, wir brauchen noch nicht die Sturm, die Turme 2, da die gleich viel Plätze brauchen. Setze ich nur ein paar mehr hier noch hin und gleich eine Reparaturstation. Die 5 Reparaturstation kommt dahinter. Schiffsstreicher. Schiffe können dadurch optisch angepasst werden. Kann man machen, kann man lassen, finde ich. Das ist die Reparaturstation. Ne, das sind die Türme, das sind die Schiffsstreicher. Quartens Hauptquartier, da ist die Werft. Wo ist denn das, die Reparaturgeschichte hier? Es ist bei Infrastruktur, eine Reparaturstation. Die kann man auch so einstellen, dass auch andere Gebäude mit versorgt werden. Von wo aus sollen die angegriffen werden? Ach so, durch Saboteure zum Beispiel. Dann setzen wir das Ding mal hier hin. Das wird Hellsgate Island angegriffen. Das ist mir allerdings gerade Wumpe. Weitere Häuschen bitte noch. Ist, dass wir hier nur an Dienstleistungsgebäuden brauchen. Wir ziehen, gucken erstmal, wie weit wir hier oben gehen können. Wie weit kommen die? Schön weit. Klasse. Wieder weg. Ich muss ein bisschen dichter bauen hier.
Die werden alle gut versorgt. Wunderbar. Dann noch nach unten hin ebenfalls. Ein paar Straßen bitte. Modell wird wohl noch eine ganze Weile nach unten reichen. Ist auch relativ preiswert im Unterhalt insofern. Alles gut. Ja. Ja, das ist doch okay. Hier bitte auch noch. Hier noch eine Straße dazwischen. Prima. Ja, Bordell geht so. Wir können auch ein Stück, ein kleines Stück nachher mit Steinstraßen ziehen. Dann ist die Reichweite eine längere, aber da wir Stein auch gleich brauchen. Mit Lehmziegeln war das, glaube ich. Haben die Leute hier vorne alles, was sie brauchen? Ich denke, das ja. Wir gucken mal, ob wir ein paar Gebäude schon mal upgraden können. Jetzt haben wir nämlich nachher die schicken neuen Gebäude in der Mitte. Schon. Wunderbar. Und jetzt haben wir die ersten Landarbeiter und das sind die, die hier vorne die Eisenholzfällerei betreiben. Die Waren werden bisher unten hingebracht zum Dock. Ist ein bisschen umständlich. Ich würde hier ein Depot hier oben hinsetzen. Außerdem werten wir das auf, das Lager. Geht nicht. Wir haben so viel unterämsig gebaut, dass die Bretter alle gegangen sind. Zum Moment warten, bis sie wieder da sind. Die Baumaterialien. Nicht genug Materialien. Ach, zum Auf Eisenholzbretter. Ist das Symbol für Eisenholzbretter? Die müssen wir erstmal herstellen, damit wir das Lager aufwerten können. Das hatte ich nicht kommen sehen hier. Auch hier der Platz eher ein begrenzter ist. Ja, würde ich tatsächlich auch dafür rübergehen und hier vorne auf dieser riesengroßen Insel die nächste Bevölkerungsgruppe hinbauen. Denn ich glaube, für diesen Eisenholzbretter, um die komplette Baureihe zu bauen, braucht man nur die dritte Bevölkerungsgruppe, maximal diese hier. Für die Eisenholzfällerei nur die zweite, die Lohnarbeiter, und die dritte, die Schmiede. Danke an Henny fürs 8. Abo und an Ulmu fürs 38. Liebe Grüße an euch beide, danke euch. Und ich glaube, hier können wir... Genau, das sind die der Stufe 3 und die würde ich dann hier vorne auch bauen, hier irgendwo in die Mitte. Das heißt, und davon hatten wir auch 21, da brauchen wir noch ein paar mehr. Nein, dafür brauchen wir 100 Leute und dafür 100, das ist ja krass. Dann hatten wir die Zentralgebäude hingesetzt. Wo standen die ersten Edelgebäude? Irgendwo in der Mitte hatten wir die gebaut, ne? Die denn? Seht ihr die? Irgendwo stehen die edelsten der edlen Gebäude. Die müssten farblich komplett anders sein. Also das sind die Doofen. Das sind die Hütten. Da leben die einfachen Menschen. Das sind die Häuser für die Stufe 2. Und wo ist die Stufe 3? Seht ihr? Also es müssen ja welche da sein. Wisst ihr noch, wo wir die hingesetzt haben? Mir fällt es nicht mehr ein und ich kann sie gerade nicht erkennen. Wir gucken mal. Ich kann die Edlen nicht erkennen. Es gibt, glaube ich, auch keinen Layer. Dann definieren wir die selber. Wir gehen davon aus, die Edlen werden in der Mitte leben. Also machen wir hier, brezeln wir die hier auf. Wir suchen eine Villa. Und danke an den Maxwell fürs 15. Abo. Hallo Maxwell. Winnende gesucht. Mal gucken, ob wir irgendwo einen Layer finden. Ich glaube, es gibt aber keinen. Ein
Die können wir noch nicht aufwerten. Die haben, ach so, es kann auch sein, dass Bedürfniswaren mittlerweile nachgelassen haben. Hängematten, dass wir überhaupt welche haben. Ein paar hatten wir angefangen zu bauen. Zwischenprodukte. 55 war das oberste Level bei uns. Kann sein, dass irgendwas gleich hier alle geht. Wir orientieren uns mal an dem Vorrat, den wir haben. Weil es gibt zwar auch über PW-Produktion diese Seite hier, aber die finde ich denkbar komisch. Habe ich ja oft schon darüber geredet, dass es für nach meinem Eindruck nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte hier. Was fehlt den Leuten denn hier? Woran fehlt es ihnen? Hier, Gefängnis. Das nächste Gefängnis ist zu weit weg. Ist das das Gefängnis? Ah, alles klar. Das reicht bis hier vorne hin. Und hier haben wir alle Gebäude. Wo sind unsere Tavernen? Das ist eine das sind die Bordelle, Bordell und Marktplatz. Das ist eine Taverne. Hier drum sollten schon mal gute Leute leben. Dann werden wir hier ein paar Level-Ups machen. Ach, so sehen die aus. Sie sehen farblich gar nicht so viel anders aus, die Villen. Okay. Noch ein Level-Up. Noch eins. Hier auch noch eins. Bordell reicht bis hier oben hin. Wunderbar. Zweite Stufe. Bordell reicht bis hier oben hin. Hier können noch welche aufbrezeln. Warten, bis Baumaterialien kommen. Jetzt müssen wir mal uns die Schlachten anschauen, wo die gerade ausgetragen werden. Ja, dass da fährt irgendjemand mal wieder an irgendeiner unserer Inseln vorbei und wird dort schlimm beschossen. Das ist alles. Angriff auf Fair Island. Das ist schon mal ein bisschen Donner. Da Fair Island halbwegs in der Nähe ist, können wir da mal hinsegeln. Ich würde die eher mal, ich würde die hier in der Mitte lassen. Ich glaube, das sind die, die ja angreifen. Das schaffen wir doch locker. Anfangen zu reparieren. Die haben keine Spezialfähigkeiten mehr. Noch reicht das hier. Einmal hier reparieren, einmal hier vorne. Der repariert über Zeit jede Menge Treibgut hier vorne. Hier wieder hin. Und wir haben... Das sind die edleren Leute. Mittlerweile 126. Wir können bei den Baumaterialien den nächsten Schritt machen und können den Eisenholzverarbeiter schon mal errichten, der 100 Arbeiter braucht. Und den setzen wir einfach hier, weil Waren hin und zurückgebeamt werden. Hier vorne hin, neben dieser vielen, vielen Depots hier. Ja? Einmal hier vorne hin. Einer neben einem. Wie breit ist ein Depot? Das war ein Depot, das war ein Depot, das ist ein Depot hier. Hier ist noch Platz. Ein Eisenholzverarbeiter. Rechts daneben. Den wollen wir so hinsetzen. Und das Ding hier dann. Daneben, das geht. Das ist die Sache, die wir am ganzen Ende bauen werden. Die setzen wir einmal hier hin. Die setzen wir hier daneben hin, drehen die einmal schief. Dann können wir auch mit Straßen arbeiten. It appears our friend Jack was in deep with the British West Indies Company. They're launching an attack on us to send a message to all the factions in the archipelago. We'll need help.
Speak to Jan or Rodrigo to enlist their assistance. They want to take the British down a peg just as much as we do. Langfristig wollen wir die Briten zu Fall bringen. So good of you to come to me, Captain. I will lend you my ships, if it means those English know-it-alls. Die Franzosen helfen uns gegen die Engländer. Sag mal, wird hier ganz doll geschossen überall? Oder bilde ich mir das gerade ein? Vorne wird geschossen. Ja, das ist ja völlig harmlos. Ein Piratenschiff. Musst du noch irgendwo irgendwen reparieren? Hier nicht. Hier vorne vielleicht. Schnellrad per Tab aufrufen, einmal durchreparieren. Gebäude sind nicht verloren gegangen, alles gut. Wir brauchen noch ein paar mehr von den Schmieden hier vorne. Das sind die Produktionsketten hier für die Eisenbahn hier mittlerweile. Für das, die Eisenholz-Dingsbums-Bretter, was auch immer. Wir wollen hier noch ein paar von den edlen Häusern hinsetzen. Oder wir gucken mal, ob wir die schon aufbrezeln können hier. Was brauchen die unter anderem? Dann ziehen hier mehr Leute ein. Eine Arena. Für den Bau einer Arena. Annehmlichkeiten? Nein. Wünsche? Auch nicht. Infrastruktur? Eine Arena? Ebenfalls nicht. Ich glaube, die ist noch gar nicht freigeschaltet. Also die wird verlangt und nachgefragt. Die ist aber noch nicht da. Hier vorne, weil wir in den Quests rechts oben zu sehen und auch noch nicht vorangekommen sind hier. Müssen wir alles noch machen. Das heißt, wir gehen einmal rein in... Ich weiß, Regenbogen, du sprichst das Thema bessere Verteidigungstürme die ganze Zeit an, aber wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, es klappt anscheinend auch ohne. Und für den Bau brauchen wir Lehmziegel und die will ich für die neue Infrastruktur zurückschieben, weil die Lehmziegel, die brauchen relativ lange im Bau hier. Die will ich jetzt nicht so für unnötige Sachen verplempern hier. I'm glad you could meet me here, Captain. I thought it better than a private audience in one of my bordellos, no? Let's cut to the chase. The people are needy. They need you to provide for them, or they won't be happy. See what you can do, hm? Okay, was soll man machen? Ach so, das ist wieder einer dieser Quests nach dem Motto Anfragen abschließen. Irgendwelche Leute wünschen sich was. Man klickt einen Dock an und hört sich an, was die Leute wollen. Meistens, nicht immer, meistens kleinere Warenmengen, die man problemlos abzweigen kann. Ich will aber vorher unbedingt dieser Eisenholzgeschichte jetzt zu Ende ziehen. Wir machen noch ein paar Upgrades hier vorne. Von ein paar edlen Gebäuden. Die Taverne reicht bis hier vorne hin. Die kann man problemlos upgraden. Mhm. Ja. Das ist das am weitesten entfernten Gebäude von denen allen. Die hier vorne kann man auch noch upgraden. Muss nur aufpassen, dass wir nachher nicht zu wenig von der unteren Bevölkerungsgruppe haben. Kann sein, dass wir da auch noch ein paar Häuschen bauen müssen. Das mache ich jetzt auch mal. Ein paar einfache Wohnhäuser einsetzen. Denn das sollte hier auch reichen. Die brauchen nur diese beiden Geschichten hier. Schauen, ob wir hier noch was an den Rand hinsetzen können. Ja, hier können wir auch noch was hinsetzen. Das geht doch. Freudenhaus reicht zumindest so halbwegs bis hier vorne hin. Für ein paar einfache Hütten reicht das hier. Und da kommen nur, falls hier mal ein kleines Stück noch eine Steinstraße, dann werden die ja auch noch optimal versorgt. Wie viel Steine haben wir auf Vorrat mittlerweile? Bei den Baumaterialien. Eisenholzbauteile 4. Wir haben ein paar Ziegel, wir können kleines bisschen Straße im Notfall ziehen. Aber ich will das lieber bei den teuren Dienstleistungsgebäuden, die wir jetzt in der Mitte bauen werden, gleich haben. Jetzt haben wir genug
31 Überschuss an Arbeit in der dritten Stufe. Das heißt, diese Eisenbahnholzgeschichte läuft. Wir haben eine maximale Länge, Menge, wie viel eingelagert werden kann bei uns von 55. Lieben Dank geht raus an Energetics und an Andi fürs 34. und fürs vierte Abo und an all die anderen, die immer abonniert haben, Björn und Henny und Maxwell und so weiter. Nochmal ein dickes Dankeschön auch an dieser Stelle hier. Wir gehen hier oben auch bei den Zwischenwaren mal gucken. Die Pigmente, da haben wir, glaube ich, ein Problem. Bei Fett haben wir ein Problem und bei Pigmenten. Mhm. Der Rest, die Hängematten lassen auch langsam nach. Kann es sein, dass die Hängematten auf eine dieser Waren angewiesen waren? Die Hängematten brauchen Baumwolle. Baumwolle haben wir genug, dann brauchen wir einfach nur eine weitere Hängematten-Manufaktur noch. 75 Arbeiter der unteren Stufe. Ach Leute, ich habe einen ganz doofen Fehler gemacht. Ich habe gerade gar nicht geguckt, ob es für Eisenholz auf dieser Insel einen Bonus, einen Malus gibt oder irgendwas. Und ob es das auf anderen Inseln gibt. Für diese ganzen Eisenholzkette. Und es gibt... Nein. Für die Eisenholzstämme gibt es hier oben Bonus. Ich habe Glück gehabt, wir haben nichts falsch gemacht. Also für die Eisenholzstämme haben wir hier oben Bonus, das war okay. Denn nur dort haben wir uns die geholt, für die Weiterverarbeitung nirgendwo. Auf keiner dieser Inseln hier. Also von können wir ruhig hier unten bleiben und hier weiterbauen. Ja? Haben wir für die Hängematten irgendwo einen Bonus? Nirgendwo. Dann bleiben wir da hier vorne. Wie viele ungenutzte Lehmtöpfe wir haben, weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Du meinst, damit wir noch mehr Ziegel produzieren, Akira? Können wir mal gucken. Aber das hatten wir letztes Mal schon ausgebaut, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Da war hier vorne noch so eine Hängematten-Geschichte hin. Die sind relativ klein. Können wir hier daneben setzen. Passt doch perfekt. Nahezu perfekt. Oder ein paar dicke große daneben. Ihr setzt dann noch ein Depot daneben. Depots sind wirklich schnell zu bauen und sehr preiswert im Unterhalt. Das geht problemlos. 10 Gold im Unterhalt. Das kann man machen. Eins hier vorne hin. Wenn man die so halbwegs gleichmäßig verteilt. Ich würde tatsächlich gerne mit den ersten Eisenholzstämmen, die wir uns geholt haben, Upgrades durchführen bei den Lagermengen. Damit wir hier mehr lagern können überall. Einmal aufgewertet. Nochmal. Wie viele Bohrholz haben wir jetzt noch davon? Noch 4. Erwarten wir, bis wir die aufrüsten. 2 fehlen ja noch. Prima. Ziegelsteine, alles kein Ding. Wie sieht es mittlerweile aus in der Diplomatie? Müssen wir uns um irgendjemand Sorgen machen? Ich glaube, wir fahren noch mal kurz raus und bringen ein paar Piraten um. Dann können wir überall wieder auf die 100. Und die Jäger der Karibik? Sind die ausgelöscht oder die scheinen ausgelöscht zu sein? So verstehe ich das Symbol hier. Wir fahren mal ein bisschen rum und greifen mal ein paar Piraten auf gut Glück an. Ein Angriff auf Red Island. Wunderbar, genau hier um die Ecke. Hier werden wir jetzt angegriffen, schaut mal. Von woher kommen die? Ich wette, das sind die hier links. Sind wir danach diplomatisch bei den großen Fraktionen, stehen wir wieder besser da. Da kommt die Bande.
Ich will die reinlocken, bis sie auch in der Nähe unserer Türme stehen. Das ist ja lächerlich. Das ist ja wirklich sowas von keine Herausforderung hier. Man hat zwischendurch auch mal Blut und Wasser geschwitzt, das weiß ich noch. Wir verbessern noch mal kurz unsere Bilanz hier. Und wieder zurück. Jetzt gehen wir mal schauen, wie viel Eisenholz wir mittlerweile haben. Das ist hier vorne. Und 4 Eisenholz, das heißt, wir können den letzten Ausbau hier vorne machen. Und wir könnten natürlich auch den Rohstoffbetrieb auch einmal upgraden. Der hat allerdings einen dicken Produktionsbonus. Insofern denke ich mir, das sollte auch so, auch wenn das nicht super effizient läuft, sollte da immer genug von da sein. Das sind die Ausgangsstoffe. Eisenholzstämme, genau, da hatten wir einen über 100%igen Bonus auf der Insel, in der wir waren. Mit anderen Worten, wenn wir über 100% hatten, dann können wir hier noch 2 von denen daneben hier einsetzen, damit die Produktion zügig läuft. Ja? Der eine Rohstoffbetrieb sollte reichen und die Arbeitskräfte reichen nicht knapp dafür. Da müssen wir ein bisschen noch dran drehen, aber das schaffen wir schon.